Was ist das bitte für ein Brett? Und zwar geht es um die Single Tavern von Netherwalker. Ich konnte tatsächlich meinen Ohren nicht glauben, was ich da höre und ich war einfach wirklich mega, mega baff. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, was ihr zu diesem Song sagt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und bis dann. Netherwalker mit Tavern. Habe ich wirklich sehr viel gesehen, dass da sehr viele darauf reacted haben, weil scheinbar soll es wirklich krank sein. Ich habe halt wirklich noch nichts wirklich davon gehört. Ne? Also ich weiß gar nicht, was da auf mich jetzt zukommt. Aber ich bin sehr gespannt. Also sehr interessant. Ich fand halt am Anfang, als diese Melodie kam, dachte ich erstmal, erinnert mich so ein bisschen an so einen Rummel. Aber danach ging es halt eher so in diese Richtung, okay, es klingt halt wirklich wie so nach so einer Taverne, irgendwas so ein bisschen so medieval, so mittelalterlich. Aber mit so einem Touch, als wäre das irgendwie aus so einem Oldschool-Videospiel. Irgendwie so von dem Sound her. Und dann kam auf einmal so, ja, das. Aber krass, also krasse Vocals auf jeden Fall. Die Vocals sind schon mal sehr, sehr krass. Ich muss sagen, also die Vocals sind krass. Also die Vocals sind bei mir gerade so der Fokus. Ich mag die heiß, die sind so richtig schön, also wirklich sehr schön hoch. Und dann auch so richtig so krächzig. Also es klingt sehr, sehr geil. Auch sehr, sehr starke Lows, ne? Mir gefällt's. Mir gefällt's. Es war halt sehr überraschend. Es war sehr, sehr überraschend, weil ich mir halt einfach nichts darunter vorstellen konnte. So, was passiert jetzt? Was kommt jetzt, ne? Ich find's geil, so wirklich im Hintergrund, dieser Frauenchor, ne, dieses, ne, dann dieses ganze Symphonic und so, das ist richtig, richtig gut. Es ist so gut, also, ich find's halt sehr interessant, also, weil es klingt halt irgendwie so, ne, jetzt nicht so, beispielsweise nicht so extremst professionell, jetzt wie zum Beispiel bei Disembodied Tyrant mit Synestia,
aber ich finde, das hat trotzdem halt sehr, also es klingt halt so schon ein bisschen künstlich programmiert, aber es klingt halt trotzdem irgendwie ganz geil. Das ist halt irgendwie so dieses sehr Interessante, dieses Spannende. Das hat halt irgendwas, was mich halt sehr interessiert, so. So, das hält mich so an diesem Song fest und denkt mich so, was passiert dann noch, das interessiert mich die ganze Zeit. Was ist da gerade passiert? Boah, also der Breakdown am Ende war jetzt ja wirklich ein kompletter Knockout. Kompletter Knockout. Also wirklich sehr, sehr krasser, brutaler Breakdown. Sehr schön heftig einfach. Dann noch so schön dieses Symphonic drin, ne? Und dann kommen diese Vocals. Dann hast du teilweise so ein bisschen so diese Goblin Highs. Dann hast du auf einmal hier so, keine Ahnung, als würdest du irgendwie so zwei Steinplatten übereinander so schieben. So, ne? So voll am, also was war das? Also ich habe noch nie solche Vocals gehört, so. Ich habe noch nie solche Vocals gehört. Das war jetzt sehr krass. Also am Ende, ich habe ja am Ende jetzt wirklich gar nichts mehr sagen können. So, ich wollte auch einfach sagen, so, komm, ich lasse das jetzt einfach laufen. Aber was war das? Also wirklich, das war schon wirklich sehr heftig. Also das war wirklich sehr, sehr heftig. Also wie gesagt, ich finde es halt irgendwie sehr interessant. So auch dieser Mix, dieser Sound, so ein bisschen so dieses künstlich programmierte, ne, aber es klang halt einfach trotzdem irgendwie geil und es hat mich halt gepackt und dieser Breakdown am Ende, der hat mich komplett aus dem Leben geschossen. Boah, das war brutal, das war wirklich brutal.